Klappe. Tinne 3, 2, Tag 1. Ich muss nur zur Vorlesung kommen. Beim Anschließen des Laptops eine kleine Änderung beachten und alles andere läuft automatisch. Und auch das Schneiden der Videos hinterher wird vom MMZ betrieben. Meine Erfahrung ist interessanterweise, dass wenn man Vorlesungen aufzeichnet, dass das nicht dazu führt, dass weniger Leute kommen, sondern eher, dass mehr Leute kommen. Die Videos stehen zum einen auf meiner Webseite zur Verfügung, aber dort sind sie nur verlinkt. Tatsächlich sind sie vorgehalten auf der Mediathek der Heiligenhalle und des Düsseldorf. Auf der Mediathek findet man eben sehr viele, sehr gute Videos zu allen möglichen Themen. Schon in der Schule hatte ich eine Lehrerin, die immer gesagt hat, wer vieles bietet, bietet die Zehnten etwas. Mehr als 1000 Worte ist viel anschaulicher.